komisch. Und jetzt mal den Knopf. Oh, ist das cool. Gleich nochmal. Ja, zieh den Stecker einfach raus. Ich will nicht mehr leben. Kannst du dir vorstellen, dass ich mich nochmal verlieben kann? Mit meinen alten Geschichten nochmal durchkomme? Mich auf jemanden einlasse? Nein, ich werde einsam und allein sterben. Dein Onkel muss sich ausruhen. Und, was sagt der Arzt zu meinem Todeserlebnis? Er meint, das war eine Todesfantasie. Und das ist was ganz Normales. Das war keine Todesfantasie. Nimm deine Pillen, die senken den Blutdruck. Ivana hat nicht angerufen, oder? Ach, vergiss es. Ich gehe die Sache immer wieder durch, immer wieder. Mein Gehirn ist wie ausgelutscht. Hey, das hier ist von der Arbeit gekommen. Vielleicht holt dich das ja aus deinem Tief raus. Easy, darauf kann ich mich jetzt nicht konzentrieren. Na gut, aber wenn es dir wieder besser geht, entwirfst du das Cover für meinen Roman, okay? Klar, kannst du dich drauf verlassen. Aber ich möchte keine barbusigen Frauen, bitte. Nein, wieso nicht? Wovon handelt es denn? Von meinem Leben, du Idiot. Komm ich auch vor? Schon möglich. Jetzt mal ehrlich, du konntest sie nicht ausstehen, oder? Es gab auch Dinge, die ich ganz gut fand. Ihre ausgeprägte Persönlichkeit, ihr Charisma. Sie war eine Schlampe. Sie hat dir nicht gut getan. Es war die Sache wert. Wirklich? Könntest du nicht? Ja, du hast recht. Aber ich konnte ihr nicht widerstehen. Wieso? Weil sie jung war und super Titten hatte? Ein Zeichen von guter Gesundheit. Es ist wissenschaftlich erwiesen, hey, gesunde Körper sind ganz ruhig, reg dich nicht wieder nicht auf. Ausgedacht. Hör mal, vielleicht willst du immer das, was du nicht haben kannst. Und du bist total zufrieden. Charles, ich kann gern sofort gehen. Auf mich wartet zu Hause jede Menge anderer. Du hast recht. Tut mir leid. Der Arzt hat gesagt, du brauchst viel Ruhe. Und bevor die Ergebnisse nicht vorliegen, kann dir niemand sagen, ob dir was fehlt. Ich habe ein paar Schmerzen in der Brust. Das Atmen fällt mir schwer. Mein linker Arm ist taub. Was heißt hier, ob mir was fehlt? Das wird schon wieder. Wenn die dich hier aufgepäppelt haben, dann machst du schön Urlaub in Mexiko. Oh, verficktes Mexiko. Die Betten sind hart, das Klopapier ist hart. Wie soll man sich da erholen? Oh, und weißt du, was mein Zahnarzt sagt? Ich bekomme eine Parodontose. Ein klassischer Fall von Midlife-Crisis. Ich bitte dich, jetzt nur nicht auch noch. Pass mal auf, ich gebe dir die Nummer von meinem Therapeuten. Hey, ich brauche keinen Kerl in Gesundheitslatschen, der mir sagt, dass ich schwer leide. Sie hasst mich. Nein, sie hasst dich nicht. Sie hat wahrscheinlich einfach nur keinen Bock auf deinen ganzen Bullshit. Lost in the galaxy. Alles über dich erfahren. Lieblingsessen, Farbe, wo du aufgewachsen bist, erstes Auto, alles. Pizza? Blau, Kansas City. Weiter? Während der Highschool war ich bei den State Finals dabei. Oh. Das Einzige, was ich gut konnte, war Rennen. Dann habe ich angefangen, Pott zu rauchen. Das ist toll. Das ist umwerfend. Komm schon, grab tiefer, mehr. Als ich 7 war, da hatte ich eine Zahnbürste. Die war recht alt und abgenutzt. Und dann habe ich in unserem Garten ein kleines Loch gebuddelt und sie da begraben. Ich träume schon mein ganzes Leben lang von dir. Ach, Unsinn. Ich bin doch nur so ein dummes Landei. Aber du bist ein Mann von Welt. Warst du als Kind auch schon so kreativ? Ich habe schon immer gern gemalt. Meine Mutter hat mich ermutigt. Dann fing ich an zu fotografieren. Für Kirby habe ich ein Albumcover gemacht. Und bevor ich mich versah, hat es voll eingeschlagen und wurde zu meinem Beruf. Anfangs wollte ich Bilder malen. Stattdessen wurde ich ein Werbefuzzi. Willkommen bei Swan Design. Hier geht's voll zur Sache. Das ist Lance, das ist Hicks. So, jetzt zeige ich dir mal meinen Arbeitsplatz. Okay. Darf ich bitten? Wow. Du kannst so froh sein. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen will. Ist Schauspielerei blöd? Nein, das solltest du unbedingt ausprobieren. Hast du schon immer gewusst, was du mal werden willst? Ich war schon immer ein Tagträumer. Das ist schon mal klar. Wenn ich früher zum Beispiel mit dem Bus fuhr, da habe ich Selbstgespräche geführt und alle möglichen Szenarien durchgespielt. Entweder mit den Mädchen von der Schule oder irgendwelchen anderen. Was ist da so abgegangen? Du bist ein hinterhältiger, gemeiner Lügner! Du bist völlig verantwortungslos. Du hörst echt nicht zu. Du bist verrückt, du bist egoistisch. Du bist nicht der Einzige auf der Welt.
Ich dachte, mit ihr wäre alles anders. Und dann, peng. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich denke nur noch an sie. Wow, wow. Sing auf Anfang. Was hast du getan? Sie wollte nicht mit anderen Frauen in eine Schublade. Da bin ich voll und ganz ihrer Meinung. Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wovon wir reden. Hey, ich fass es ja nicht. Hallöchen, Ladies. Los, schnell weg, los! Ah! Bist du getroffen? Nein, ich fürchte, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Bist du ein Mann? Blöde Frage. Zeig's mir. Ivana, können wir nicht in Ruhe reden? Erwischt. Wilde Bestie. Du denkst doch gerade an irgendeinen Schweinkram. Ich habe dazu eine Theorie, kommt in meinem Programm vor. Es gibt da so einen militanten Geheimbund von Frauen. Die Nussknacker-Fraktion. Los rein hier, schnell! Feuer! Was zum Teufel war das denn? Das war mächtig knapp, Leute. Appetit auf Boden. Ich glaube nicht, dass ich mich nochmal verlieben kann. Du hast einen Schuss. Ich weiß. Ich träume schon mein ganzes Leben lang von dir. Du hast doch vom Kampf der Geschlechter gehört. Darum geht's hier. Es gibt noch Hoffnung für mich? Es gibt immer Hoffnung. Hast du Whisky? Das wird gleich wehtun. Achtung!